Ja, hallo, herzlich willkommen im Wiener Kochstudio. Wir haben schon lange nichts mehr gekocht. Heute wird sehr typisch wienerisch. Wir kochen mit Rindfleisch. Aber zunächst mal ist schon zu trocken hier in der Küche. Ne? Wir sind ja ein Weinblock. Erster Wein ist mal ein gemischter Satz vom Nussberg. Vom Weingut Meier am Fahrplatz. Wir sind im 19. Müsste der 19. sein. Döbling, oder? Ja. Und ja, das Weingut Meier ist gar nicht so klein. Hat immerhin 61 Hektar. Da haben wir auch schon einen On-Tour gemacht mit dem Weinmacher von dem Weingut. Das war der Gerhard J. Lobner aus dem Weinviertel ursprünglich. Da hat er auch noch ein kleines Weingut, aber er leitet eigentlich das Weingut Meier. Und dabei ist auch noch das Weingut Rote Haus und zwei super Adressen in Wien. Die Lage Nussberg, da müssen wir auch mal eine Lagenverkostung machen. Eine der berühmtesten Lagen in Österreich. Und ich finde gemischter Satz von dort. Ja. Ist jetzt also Jahrgang 19 müsste es gewesen sein, gell? Ja, 19. Alles 19 heute, 19. Bezirk. Jahrgang 19, der Wein kostet glaube ich auch 19 Euro. Ja, in der Nase ist also gleich Orangenschale. Die Hauptrebsorten, ich nehme an, das kommt vom grünen Veltliner. Die Hauptrebsorten sind grüner Veltliner, Riesling, Rotgipfler und Zierfandler. Der Tabak ist dabei. Birne. Ich finde es kaum, aber auch Rotgipfel und Zierfander durch, also so etwas exotische Noten. Toller Wein. Leutchen, das ist mehr als ein Küchenwein. Ja, das ist großes Kino. Aber warum nicht? Ja, die Zeiten sind schlecht genug. Man muss sich auch sowas gönnen. Ja. Schöne Salzigkeit im Mund, die Aromen kommen nochmal durch. Ihr habt auch den Tabak wieder dabei, die Orangenschale, exotische Früchte. Schöne Salzigkeit, also der Wein ist auch ziemlich mineralisch. Nimmt mal locker die 44 Punkte. Geht gut los, ja. Ja, aber wir kochen heute Rind. Ist ja bei vielen mittlerweile sehr verrufen Rind als Klimakiller. Da muss man schon sich ein bisschen informieren. Ja. Also ich kaufe mein Rind direkt vom Bauern. Das ist alles Bio-Weiderind. Da wird nichts zugefüttert und die Tiere werden auch nicht lange transportiert. Bei vielen Bauern werden die noch am Hof geschlachtet, ist also gar kein Stress. Und informieren, damit meine ich, ich habe das erst letztens gelesen, dass
Wiesen, nicht Wiesen, Weiden, wesentlich mehr Kohlenstoff speichern als zum Beispiel Wälder. Ja. Und das, wenn man keine Weidewirtschaft machen würde und das würde einfach, ja, einfach wachsen und dann verrotten, würde da wesentlich mehr von den Gasen anfallen. Und weil es auch immer hört, wenn man immer hört, man soll die Weiden in Felder umwandeln. Wenn ihr eine Weide umwandelt, werden gleich 60% von dem gespeicherten Kohlenstoff wieder direkt abgegeben. Und wenn ihr mal mit Bauern redet, die was davon verstehen, ne, es ist einfach so, viele Böden sind nicht für den Ackerbau geeignet, aber für die Weidewirtschaft. Und das ist einfach, war früher für die Menschen nochmal eine Absicherung. Wenn es jetzt mit den Ernten nicht so geklappt hat, hat man tierische Nahrung gehabt, beziehungsweise die tierischen Produkte, aber könnt euch selbst informieren. Wir legen jetzt los. Es gibt Gulasch, eins meiner Lieblingsgerichte. Wir machen aber nicht dieses, also ich habe mal ein Buch gelesen über einen deutschen Koch, Fernsehkoch auch, der in Wien Urlaub gemacht hat und hat dann auch wieder Rezepte abgedruckt und auch das Wiener Saftgulasch und hat da fleißig Brühe reingekippt, was total verkehrt ist. Ich zeige euch, wie das Original gemacht wird. Ja, jetzt legen wir los. So, da hätten wir mal die Zutaten für das ganz traditionelle Wiener Saftgulasch. Wir brauchen Fleisch. Ich habe jetzt von zwei verschiedenen Rindern das Fleisch. Das eine hier ist Lomo Alto, also vom alten Rind. Das andere ist vom Angus. Beides Biofleisch aus Österreich, direkt beim Bauern gekauft. Die schicken das zu. Super Einrichtung. Muss ich mal mehr drüber erzählen. Ja, dann relativ viele Zwiebeln. Heute sind viele Tränen geflossen. Ja, also ich habe, glaube ich, 6 oder 7 große Zwiebeln da rein. Dann ganz wichtig, Tomatenmark. Aber kein chinesisches. Habe ich ja schon mal gesagt. Darauf bitte achten. Dann an Gewürzen. Was kommt da rein? Wir haben Kümmel. Majoran, Paprika edelsüß. Ihr könnt auch richtig scharfen Paprika nehmen, das ist geschmacksabhängig. Ja. Pfeffer, frisch aus der Pfeffermühle. 2 Knoblauchzehen gehackt. Ihr braucht dann noch Essig, sehr wichtig, damit der Paprika nicht bitter wird. Und wir braten alles an. In guten Schweineschmalz von Mangalitsa. Oh, ich krieg schon Hunger. Ja, was haben wir da noch? Ah, ein Glas gemischten Satz. Ja, das ist auch sehr wichtig. Das ist nämlich, für den Koch. Man soll ja in Stimmung kommen. Sehr gut. Los geht's. So, wir haben also eine ordentliche Portion von dem Mangalitsa-Schmalz reingetan und jetzt wird das Fleisch portionsweise angebraten. Nehmen wir mal, fangen wir mit dem Angus an. Also Fleischsorten, Wartschinken, Hals, Schulter, könnt ihr alles verwerten. Passt sehr gut zum Gulasch. So, wir braten es mal an, damit wir die Röstaromen bekommen. So, hier immer gut. Fleisch wenden.
So eine schöne Farbe bekommen. So. Also wir haben ungefähr 1,5 Kilo Rindfleisch. Das sollte für zwei Personen reichen. Nein, Scherz beiseite, das ist ein Gericht, was eigentlich super zum Aufwärmen ist. Und es wird durchs Aufwärmen immer besser. Also ich koche da immer für mehrere Tage. Wenn es zu wenig ist, ja. So, das lassen wir mal anbraten. So, das schauen wir mal. Ja, das braucht jetzt ganz gut. Das tun wir auf die Seite. So. Noch ein bisschen frisches Spalt. Ja. Diätküche ist es nicht, obwohl, ich glaube, so viele Kalorien hat das gar nicht. So, nehmen wir was von der alten Kuh, vom Lomo Alto. Gut. Das braten wir jetzt auch an. Ich mache mit dem Rest vom Fleisch das Gleiche. Wenn das Fleisch fertig ist, schauen wir weiter. So, Fleisch ist fertig. Noch ein bisschen Knoblauch rein. Schalten wir mal ein bisschen runter. Das dampft schon. Jetzt kommt die Zwiebeln. Jetzt geht die Heulerei ein zweites Mal los. So, die wollen richtig Farbe annehmen. So. Sehr schön. So, die lassen wir jetzt ein bisschen bräunen. Verbrennen sollen sie aber auch nicht. Das geht alles relativ schnell. So, jetzt packen wir den Knoblauch dazu. Zwei gehackte Zehen. Und das Paradeisermark. Also da kommt schon jede Menge Geschmack in die Nase. Übrigens, was mir noch einfällt zu Meier am Fahrplatz, in dem Haus soll 1817 auch Beethoven gewohnt haben. Ja, aber nochmal dazu, Beethoven war kein Österreicher, ja, war Deutscher. Und ich habe in Mödling und in Wien schon etliche Häuser gefunden, wo Beethoven übernachtet hat. Der muss da also rumgereicht worden sein, egal.
So, die Zwiebeln haben jetzt eine schöne Farbe bekommen. Jetzt kommt Paprika. Und jetzt sofort. Jetzt sofort Essig. Ganz wichtig, das ist die einzige Flüssigkeit, die zugesetzt wird. Beim Wiener Saftgulasch kommt eigentlich der Saft überwiegend aus den Zwiebeln. Und die müssen jetzt zerfallen. Nur so ist es original. Also vergesst das Zeugs mit Rinder, Bouillon oder so, passt nicht. Jetzt packen wir das Fleisch rein. Kurzer Blick drauf. Und gleich ineinander rühren. Fitnesstraining, Leute. Sorry, das war jetzt der falsche Knopf. Jetzt könnt ihr mich wieder besser verstehen. Ja, also wie gesagt, Essig rein als einzige Flüssigkeit. Vorher papriziert. Jetzt kam dann das Fleisch rein. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. So, Gewürze. Guten Teelöffel Majoran. Kümmel. Salz. So, miteinander verrühren. Und frisch gemahlener Pfeffer. So, gut verrühren. So, das lassen wir jetzt mal köcheln. So, nach kurzer Zeit schaut es schon so aus. Es hat sich richtig schön Saft gebildet. Hab nochmal nachgewürzt. War zu wenig Kümmel und Majoran dran. Ja, und jetzt kommt der härteste Part. Hat ja schon Tom Petty gesagt. The waiting is the hardest part. Das köchelt jetzt mindestens 2 Stunden. Dann melde ich mich. Das habe ich vergessen. Also Topf nicht ganz zudecken. Sonst bildet sich Kondenswasser. Das ist auch nicht so optimal. Aber wie gesagt, in 2 Stunden. So, das Gulasch kocht jetzt 2 Stunden. Naja, sagen wir lieber 2,5. Da können wir jetzt mal Weine probieren, die dazu passen. Prinzipiell könnt ihr immer Bier dazu trinken. Wien ist eine Stadt, wo es gutes Bier und sehr guten Wein gibt. Ich habe jetzt mal einen Rotwein ausgesucht. Weingut Christ. Ja, 2018er Mephisto. Mephisto, der Teufel. Ja, war auch ein guter Film. Ich glaube mit Brandauer. War wirklich gut. Das Ganze ist eine Cuvée. 60% Zweigelt, 20% Merlot und 20% Cabernet Sauvignon. Und das Weingut Christ arbeitet meines Wissens nach biodynamisch. Wir sind jetzt also nicht in Döbling, wir sind in Jedlersdorf. Und Rainer Christ zählt also zu den sehr renommierten Weinmachern in Wien. Und
hat eine unheimliche Palette an Weinen im Weiß- und Rot- und roten Bereich. Ich bin jetzt gespannt, wie der Mephisto ist. Zweigelt, ganz stark, schöne dunkle Kirschnote. Wir haben Kräuternoten, Brombeere ist dabei. Ich würde sogar sagen, irgendwie so ein bisschen Veilchen in der Nase. Und es ist Paprika, ein bisschen drin. Und Cassis. Cassis ist also sehr stark noch. Der Wein ist im Holz ausgebaut. Schöner, eleganter Wein. Ja. Sehe ich also so bei 41,5 hat er. Sehr schön. Noch ein Schlückchen. Zweiter Rotwein. Ich finde, der passt ganz gut, weil Gulasch, ich war ja oft in Ungarn drüben, und wenn ihr da Gulasch bestellt, ist das ganz was anderes als das, was wir hier in Wien als Gulasch bezeichnen. Wäre dort eher sowas wie Pörkölt. Man ist sich jetzt nicht ganz einig, wie es so zu der Bezeichnung Gulasch hier kam. Das Wort kommt aus dem Ungarischen und man muss einfach sehen, K&K-Monarchie, die Wiener Küche ist ein riesiges Sammelbecken der Küchen aus Böhmen, aus Ungarn, aus Norditalien und hat da eigentlich so die Spitzenprodukte vereinnahmt. Und da merkt man einfach immer wieder, dass es so eine richtige Welthauptstadt war und im Kleinen heute noch ist, kulinarisch. Bestimmt eine der ganz großen Städte. Ich habe jetzt hier vom Weingut Weniger, eigentlich aus Horizon, aber sie haben auch ein Weingut in Ungarn, bei Sopron. Und da haben wir Cabernet Sauvignon. Choproni Cabernet Sauvignon von 2011. Das Weingut wird biodynamisch geführt. Das werden immer mehr. Ja, Chopron ist eigentlich in der K&K-Zeit hieß es Ödenburg und war die Regierungshauptstadt von Deutsch-Ungarn. Ja, also und ein Teil Deutsch-Ungarns hat sich für Österreich entschieden und Ödenburg, da haben mehr Ungarn gelebt, die haben sich für Ungarn entschieden. Hat natürlich für das Burgenland, was dann entstanden ist, den Nachteil gehabt, die eigentliche Regierungshauptstadt war weg. Dadurch ist es Eisenstadt geworden und Eisenstadt ist ja eher klein. Und als ich hier nach Österreich gekommen bin und mit älteren Österreichern gesprochen habe, da hat es auch wilde Theorien gegeben und so, dass das nicht mit rechten Dingen zugegangen ist damals.
bei der Abstimmung kann man jetzt wahrscheinlich nicht mehr genau darlegen. Aber wie gesagt, Chopron ist vielleicht auch ganz interessant. Chopron ist ungefähr 75 Kilometer von Wien entfernt. Ja, ist ein Katzensprung. Das ist echt ein Katzensprung. Zum Vergleich, Salzburg ist 295 Kilometer entfernt und Bregenz über 600 Kilometer. Ja? Also Wien hat schon eine sehr starke Nähe zu Ungarn. Zu Ungarn im Osten, zu der Slowakei und zu Tschechien im nordöstlichen Bereich. Ich glaube, ein Großteil der Österreicher geht auch, oder der Wiener, geht auch in Chopron zum Friseur oder zum Zahnarzt. Ja. Hat also Tradition. Aber jetzt wollen wir den Wein mal probieren. Ja, also Franz Weniger hat zuerst das Weingut in Balf bei Chopron übernommen und dann 2011 auch den österreichischen Teil in Horizon. Und er hat entschieden, dass man umsteigt auf zuerst biologisch und dann biodynamisch. Macht einen super Dürau. Da haben wir ja die Verkostung schon gehabt, aber auch andere schöne Weine. Und jetzt haben wir hier ein Cabernet Sauvignon, weil Gulasch braucht was Kräftiges. Ja, da muss sich der Wein durchsetzen. Der war damals gar nicht teuer, der Wein. Ja, ich glaube, so 14, 15 Euro hat der gekostet. Kommt aus dem Holz. In der Nase. Tabak. Paprika. Brombeere. Leder. Das Irre ist, der Wein, der könnte noch 10 Jahre liegen, gar kein Problem. Hat also noch diese Gerbstoffe, diese Gerbsäure dabei. Die ist schon in den Hintergrund getreten, aber sie ist noch da, sie ist spürbar da. Also eine schöne Säure. Teilweise beerige Noten, kräutrige Noten, ein bisschen Wacholder. Sehr schöner Wein. Hat so gesehen auch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Also der Boden in der Lage, die Lage heißt glaube ich Steiner. Der Wein kommt aus der Lage Steiner und Boden ist dort Gneis und Glimmerschiefer und das ist sehr durchlässig. Das heißt, die Bodenverhältnisse dort sind sehr trocken und heiß. Ja, also ist eigentlich prädestiniert für solche Rebsorten wie Cabernet Sauvignon. Aber da ist noch mehr. Boah. Wir haben ja noch Zeit. Also 42 hat er. Ja, sehr schön. Ja, ich trinke jetzt noch ein Schlückchen und dann schauen wir nach dem Gulasch.
Bis gleich. So, das Gulasch war jetzt 2,5 Stunden auf dem Ofen. Die Zwiebeln haben sich alle aufgelöst. Ja. Wir haben eine richtig schöne, sämige Soße bekommen. Obendrauf diese dunklen Stellen. Sieht man jetzt hier vielleicht ganz gut. Da sammelt sich das Fett ab. Das ist eigentlich der große Unterschied zu dem, wenn ihr ein Gulasch mit Rinderbrühe macht oder am schlimmsten mit einem Brühwürfel. Und wie gesagt, das Fleisch, das muss auch ganz weich sein. Das darf gar keinen Biss mehr haben. Das muss dann richtig zerfallen im Mund. Und wir richten jetzt mal an. Also traditionell, wenn ihr im Wirtshaus hier ein Rindsgulasch bestellt, nimmt man eigentlich eine Semmel dazu. Bei mir gibt es das heute mit Semmelknödeln. Ja. Ja gut, richten wir mal an. So, und so schaut's angerichtet aus. Jetzt gleich mal probieren. Das zerfällt richtig. Ja. Man braucht eigentlich gar nichts schneiden. Super. Einfach nachmachen. Also ich kann nur sagen, probieren. Ja. Schmeckt genial. Ich werde mich jetzt da noch über die Portion und wahrscheinlich noch eine zweite hermachen. Schön Rotwein dazu. Und also es bleibt eigentlich immer was übrig. So viel kann selbst ich nicht essen, ja, auf einmal. Und ich zeige euch dann im Anschluss eine zweite Gulasch-Version aus Wien. Das Fiaker-Gulasch. Ja, aber jetzt mache ich mich erstmal über das her und gleich darauf gibt es das Fiaker-Gulasch. Das Leben ist gut. So, wir kommen jetzt zu einer zweiten Version des Wiener Gulasch. Also das Gulasch machen wir jetzt ein bisschen warm. Könnt ihr ruhig mit etwas Wasser aufschütten, damit ihr wieder Saft habt. Dann ein Spiegelei und Frankfurter. Also eigentlich werden die Frankfurter vielfach frittiert oder gebraten. Ich mag es lieber einfach im Wasser erwärmt. Frankfurter, sehr interessant, heißt eigentlich Frankfurter. Das Originalrezept stammt aus Frankfurt. Und ein Herr Lahn, gebürtiger Franke, hat es in Frankfurt erlernt und ist damit nach Wien. Ja, so sind die Frankfurter hergekommen. Aber jetzt richten wir mal an. So, jetzt ist es angerichtet. Das Fiaker-Gulasch zu Ehren der Wiener, ja, Kutscher. Richtig mit gefächertem Gürkel, Spiegelei, Gulasch und die Frankfurter. Nur dazu trinken wir jetzt echt mal ein Bier. Da haben wir das Wiener Lieblingsbier vom Kameramann. Ja, jetzt muss ich aber zugreifen. Ja, also, ich muss sagen, ich liebe Fiaker-Gulasch. Ja. Ist irre, aber es ist schon richtige Kraftnahrung. Ja. Danach kannst du eigentlich rausgehen und Bäume fällen. Hat aber bestimmt irgendwer was dagegen in Wien, also lassen wir es. Nein, also ich hoffe, die Sendung hat euch heute gefallen. Wiener Küche, einfach total großartig. Ja. Heute war das Thema Gulasch. Wir werden uns bestimmt noch andere Themata vornehmen, weil schon allein die ganze Rindfleischküche in Wien, das ist nicht nur Tafelspitz, da gibt es auch noch ganz andere Sachen.
da werden wir mal einiges machen, glaube ich. Ja. Und auch mal Berichte über Erzeuger, wo ich einkaufe. Ja. Wenn ihr da Tipps habt, einfach an uns weiterleiten. Wir schauen uns das an und wenn es uns interessiert, dann schauen wir da auch hin und machen auch gerne einen Bericht. Ich finde, es ist sehr wichtig zu schauen, wo das Essen herkommt. In der Regel kauft man eigentlich beim Bauern auch viel günstiger ein. Ja? Also ich kaufe immer ein halbes Lamm oder eben gleich eine große Ladung Rindfleisch, da ist alles Mögliche dabei, nicht nur Steaks. Auch aus anderen Teilen kann man super Gerichte machen. Da machen wir mehr. Ja. Also, Servus, bis zum nächsten Mal und macht euch ein gescheites Gulasch. Baba.